Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pizza Pizza. Weiterhin mit meiner Wichtigkeit Labor. So, die haben schon wieder alle hier irgendwie keine. Hier laufen jetzt sage und schreibe vier Angestellte rum. Nein, noch nicht. Es ist 5 Uhr. Auch ein Servicepersonal, die ich vorhin entlassen habe, die aber hier so zwischendurch nochmal eingestellt wird. Ja, wenn ich sie jetzt finden würde. Ach, ich habe gar kein Geld. Ich kann gar keine Serverpersonale mehr einstellen. So, jetzt sollten aber hier unsere Hauptangestellten da sein. Sieht nämlich richtig gut aus hier. So, aber was mache ich hier? Hier ist, das lohnt sich ja gar nicht. Hier müsste ich eigentlich auch Lieferservice machen. Weil mein Lieferservice geht genau bis hier an diese Kante von dem. Mhm. Wenn ich jetzt den andrücke, geht der Lieferservice bis hier. Also die würden sich sogar dann überschneiden. Wir würden viel mehr Sektoren abgleichen. Das wäre eigentlich viel sinnvoller als alles andere. Aber ich komme doch niemals in den Plus-Bereich, oder? Ich könnte natürlich auch beigehen und allgemein meine Menükarte hier mal ein bisschen bearbeiten, ja? Wir können zum Beispiel die Hawaii-Pizza, die Touristen 2, können wir ja einfach mal bearbeiten. Gerne die Pizza bearbeiten. Dankeschön. Weil wir haben ja hier wirklich in meinen Augen ein extrem. Das ist auch gar nicht die richtige Pizza. What the fuck? Welchen? Wenn dieses Spiel nicht immer so viel backen würde, wäre das alles halb so schlimm. Meine Menükarte. Und ich möchte gerne hier hinten in das Restaurant. Danke. Anklicken. Da möchte ich gerne auf die Menükarte. Dann würde ich gerne meine Touristenpizza ändern. Und zwar auf einen Preis von 100%. Danke. Da wächst du doch nicht immer die Pizzeria. So. Menükarte. Meine Touristenpizza, meine Studentenpizza muss ich auch ändern. Auch auf 100% Gewinn. Ja, hier kann man. Doch, hier kann man. Mal gucken. 100%. Jetzt hat er es gemacht. Okay, okay. Funktioniert Hawaii. Hawaii lassen wir einfach mal. Ja, wir können ja nicht alle hier. Die Studentenpizza ist auch schon 100%. Okay, also das sind die, die wir selbst erfunden haben. Tono. Machen wir mal 70%. Gut. Und so lassen wir es jetzt mal. Mal gucken, ob wir dann die Preise auch noch okay sind. Ja, wir müssen ja ein bisschen mehr Kohle rausholen aus dem ganzen Prinzip. Und dann müssen wir mal gucken. La la la. Normalerweise ist jetzt Hauptstoßzeit gewesen bei uns, ne? Nee. Da stehen jetzt 3 Angestellte. Mal, wie lange das dauert, bis die Pizza bringen. Wir haben wieder Bestellung hoch 10. Lassen jetzt einfach mal ein bisschen schneller laufen.
Wir gucken, ob wir wieder aus der Kreide kommen, ne? Wie es nämlich aussieht, ich ganz ehrlich bin, schaffen wir es nicht mal aus dem Minusgeschäft herauszukommen. Dann wäre der Auftrag wieder voll in die Hose. Ja. Aber dann würde ich ja sagen, läuft ja irgendwas mit meinen Angestellten falsch. Aber wenn ich langsamere Angestellte miete, dann muss ich zwei mieten davon. Und dann bleibt es plus minus null gleich das gleiche. Wieder 30.000 minus. Also es bringt uns gerade wirklich gar nichts. Wenn ich jetzt das mal so sagen darf. Touristen 2, Tono, Hawaii, Touristen, Studenten, Pizza. Wir haben wirklich gestern richtig gut eigentlich Geld verdient, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir geben aus 22.000 für Zutaten. Das bedeutet, wir machen 11.000 nur Gewinn pro Tag. Da haben wir 36.000 für Zutaten ausgegeben und haben 43.000 reingeholt. Ohne Mieten, ohne Angestellten abzuziehen, ohne etc. bla bla. Ja, wenn wir nämlich jetzt hier die Angestellten von 13.000 noch nehmen, 13.716 und minus das, macht das ein Minus, kurz Pause drücken, würde es ein Minus von 35.000 machen, nochmal 5.000 Miete, sind wir bei 40.000 Profit. So, da oben kann man das auch sehen. Profit minus 7.000. Also ich finde, meine Zutaten fressen mich auf. Jetzt ohne Scheiß. So, wir gehen eine komplette Stufe zurück. Die fressen mich auf, die Zutaten. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich denke, dass das an den Zutaten liegt. Und jetzt bin ich gespannt. Wir haben jetzt noch 20 Stunden, also wir hätten jetzt noch in dem Sinne einen Tag. Vielleicht merken wir es, Leute. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich muss ja Plus machen. Wenn ich kein Plus mache, Leute, bringt es mir ja nichts. Ganz einfach. Es ist nicht weniger, ne? Ich glaube, mein Problem ist wirklich, dass wir zu früh immer die Qualität der Zutaten zu sehr erhöhen. Ja, wenn ich mir das jetzt nochmal angucke, Menükarte, Angestellte, nein. Wie habe ich das gemacht? Da. Finanzen, guck mal, wir haben heute bis jetzt nur Zutaten 4.999 ausgegeben. Und haben in dem Sinne schon an Touristen 2 schon fast das gleiche verdient. Wir haben bis jetzt immer noch ein Minus. Ja, ich habe noch ein bisschen eine kleine Idee. Haben wir irgendwo noch eine Werbung da oben? Das sind auch 976 pro Miete. So. Lassen wir mal nochmal laufen. Unsere Hauptstoßzeit war jetzt schon. Ich glaube nicht, dass das noch klappt, aber ich denke wirklich, dass ich, wenn man jetzt sich hier die Finanzen nochmal anguckt,
hat es in meinen Augen, glaube ich, wirklich. Weil wir machen jetzt schon 1818 Profit. Die Mieten würden erst Restaurant, Warenhäuser und Werbeflächen werden, sind auch nochmal 1400 weniger. Ja, und wir sind bei den fast bei demselben Verkaufssummen wie 24 Stunden. Ja, dann müssen wir nochmal laufen. Wenn wir pleite sind, sind wir pleite, Leute. Also man muss ja auch irgendwo seine Fehler erstmal finden und dies und jenes. Ich finde das ja auch alles gar nicht so schlimm. Wir haben es nicht geschafft, aus der Pleite zu kommen. Wir machen hier nochmal den Neustart. Ich werde dann gleich nochmal meinen Spielstand laden. Ob wir da nochmal einen finden. Ja. Also ich glaube, dass die Qualitätsstufe zu erhöhen nicht so schlau ist, weil ich glaube wirklich, dass sie uns das aufgefressen hat. Weil wenn man das sieht, wir machen 33.000 geben wir für Lebensmittel aus und 43.000 machen wir durch Pizza. What the fuck? Das passt ja nicht. Also da fressen uns ja gerade die Lebensmittel extrem weg, ne? Also normalerweise, also ich kenne das ja, dass man ja eigentlich sagt, 100% würde bedeuten, also wenn ich eine Tomate in Euro bezahle, nehme ich 2 Euro. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. So, nee, ich möchte jetzt nicht das spielen. Wir möchten ein Spiel laden. Ne, wir nehmen da meinen Spielstand. Da muss ich halt nochmal, dass wir den Raubüberfall und das machen. Ich hätte zwischendurch speichern sollen. Wo wir das andere gepachtet haben, hätte ich speichern sollen. Aber wir können jetzt natürlich was gut machen und jetzt schon die Lebensmittelpreise senken und unsere Werbeflächen kündigen. Ja, also wir können jetzt schon mal aus dem Fehler lernen, den wir vorhin begangen haben. Würde ich so sagen. Ja. Jetzt seht ihr natürlich hier mehr Ladescreen als irgendwas anderes. Nervig. Pause. Ja, sabotiert die Küche und das müssen wir natürlich jetzt noch machen. Ist gerade nicht mein Hauptproblem, sondern ich möchte gerne wiederverwertbar festlegen. Dankeschön. Dann würde ich gerne hier meine Werbefläche deaktivieren. Und oben ist auch noch eine Werbefläche im Park. Möchte ich auch erstmal kündigen. So, dass wir wieder ein bisschen mehr Geld machen, weil wir können das uns das jetzt noch mal ganz kurz angucken. Ich weiß, ihr mögt das alle nicht so gerne, aber wenn man das jetzt einfach mal sieht, wenn wir hier auf verkauften Pizzen gehen, wir haben 36.000, zum Beispiel hier passt es dann wieder, ja? Also ich finde das, ja, aber naja, eigentlich auch nicht. Wir geben 20.000 für Pizzen, für Zutaten alleine aus. Und haben 36.000 Gewinn gemacht. Also, ja. Wenn man dann den Rest dann noch mit zufügt, haben wir trotzdem ein Minus von 1.664 gemacht. Würde man dann sich die Mieten angucken und wir würden die Werbeflächen dann abziehen, ja, dann würden wir schon fast im Plus sein. Ja. Und jetzt sparen wir ja bei den Lebensmitteln. Könnte wirklich funktionieren, Leute. Also, das könnte dann wirklich, wirklich gut funktionieren, weil ich muss ja dieses Restaurant, dieses hier, auch erstmal ins Plus kriegen, what the fuck. Ja, das ist ja auch nicht so, jo, machen wir mal einfach so, ne? Der geht da lang, der geht da lang. Ich würde sagen, wo war denn das Restaurant? Da war das Restaurant. Nein. Geh erstmal dahin. Danke. So, dann lassen wir mal wieder laufen. Ich glaube auch, ich werde das dann, ich werde für euch jetzt die Folge hier noch ein bisschen zu Ende machen.
Und dann werde ich das dann gleich offscreen aufnehmen für euch. Und dass ihr euch das nicht nochmal angucken müsst, muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Ja, ich muss jetzt wieder sabotieren. Danach muss ich das Restaurant ja pachten. Ich glaube, das muss ich ja euch absolut nicht wieder zeigen. Ist ja eigentlich Bullshit. Denke ich zumindest. So, ich sage damit vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns morgen wieder hier bei Pizza Pizza. Bis denn, tschüss.